Beim Staatsbesuch des britischen Herzogenpaars in Pakistan haben alle gespannt auf Catherine geschaut, ob sie den Spagat zwischen den muslimischen Regeln und ihrer Rolle als moderne Monarchin schafft. Genauso wie das ihre Schwiegermutter, die unvergessene Prinzessin Diana, vor über 20 Jahren hat vorgemacht. Mehr zu La Ribote erfahrt ihr im Anschluss in der Tagesshow. Für unseren Wettbewerb muss man kein Künstler sein. Da kann jeder mitmachen und mit ein bisschen Glück ein neues Auto oder ein bisschen Grün für die Stube gewinnen. Gewinnen Sie alle Infos und Gewinner auf srf.ch/glanzundgloria. Gleich auch mit dem Auto, am Zug oder zu Fuß. Jetzt nehmen wir euch mit auf unseren letzten Museumsbesuch dieser Woche. Der führt uns auf Genf, ins jüngste Kunstmuseum der Schweiz. Musée d'art moderne et contemporain, kurz MAMCO. Dort ist Lionel Bovier die treibende Kraft. Und auch wir wollen nicht stillstehen. Wegen dem Wahlwochenende sehen wir uns aber erst am Montag wieder. Dann begrüsse ich an meiner Stelle den charmanten Salar Barampouri. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.